Ja Leute, ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Mario Kart DS. Es geht weiter mit dem nächsten Spiegelcup und das ist nun der Blumencup. Und ich würde sagen, aufgrund der Luigi unser größter Rival im letzten Part war, wird der heute auf alle Fälle mit uns gemeinsam den Blumencup spielen. Und das mit, welches Kart nehmen wir? Was hat er überhaupt? Der Flitzer, Alter, genau, den hatten wir noch gar nicht. Der ist echt geil. Und ich glaube, ja, den werden wir auch nehmen, komm. Der Flitzer, der passt perfekt zu Luigi und deswegen geht's mit ihm rein in die Glühwürste-Wüste, in Piazza Delfino, in den Waluigi-Flipper und in den Pilzpass. Ja, von den Strecken relativ geiler Cup, außer die erste an der Stelle. Ich mag Wüsten noch immer nicht. Okay, ist die beste Wüsten-Map. Finde ich zumindest. Ich meine, da kann man auch, vor allem eine Sache regt mich bei Wüsten-Maps wirklich immer auf. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, aber warum muss man bei jeder fucking Wüstenmap eine extreme Shortcut am Schluss machen? Hier ist es der Fall, in Double Dash ist es der Fall, in Mario Kart 8 Deluxe ist das der Fall. Das geht mir richtig auf die Nerven. Ich habe echt keine Ahnung, warum das so... Oh, ich bin rausgefahren. Scheiße! Stimmt ja, das Braune, da wird man einfach zurückgesetzt. Fuck, bin ich ein Idiot. Ich wollte gerade erklären und dann auf einmal, ja, war ich raus. Genau, das hier ist wieder auch so eine Extreme-Shortcut. Jetzt bringt es mir zwar was, aber ganz ehrlich, irgendwie ist das jetzt schon immer unverdient auf den Wüsten-Maps, wenn man so noch vorkommt. Ja gut, in Deluxe ist halt echt kein Vergleich, weil da ist es wirklich am heftigsten. Also wenn man Mario Kart 8 Deluxe heute spielt dann und diese glühheiße Wüsten-Map da hat, dann muss man halt wirklich absichtlich in der letzten Runde so im Mittelfeld sein, damit man halt Pilze bekommt. Oder einen Stern oder was auch immer. So, ah, verdammt. Und dann erwische ich halt nicht mehr die Itemboxen. Yoshi ist, by the way, heute unser großer Rivale. Ich sehe schon, der wird uns heute nerven. Weil Yoshi kann das relativ gut. Ich spiele ihn ja häufig, deswegen. Ich kenne den werten Yoshi ja. Und der Knochentrocken übertreibt es auch ein bisschen. Komm, kann bitte ein Blauer... Oh, komm. Kann bitte ein Blauer kommen? Ich will jetzt nicht schon im ersten Rennen wieder alles verloren haben. Also die 40 Punkte zumindest. Ja, Bowser, machst du alles richtig? Ein Buhu, warum? Und dann bringt er mir nichts, er lässt mich nackt zurück. Ja. Was soll ich dazu eigentlich sagen? Der Buhu lässt mich einfach nackt zurück. Warum? Gönn doch ein einziges Mal. Ja, 40 Punkte wieder, Geschichte für heute. Bereits nach dem ersten Rennen, das könnte ein Running Gag werden für den ganzen Spiegelcup. Alter, und vor allem, wir dürfen nicht vergessen, Leute. Nach dem Cup kommen noch immer 6 weitere Folgen. Das werden lange Tage für mich werden. Achso, scheiße, spiegelverkehrt, stimmt ja. Jetzt wäre ich fast gegen die Wand gefahren. Ja, die Strecke habe ich auch schon so ein bisschen eingeimpft in mir. Weil Mario Kart Wii. Hier brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. So, Yoshi. Nein, ich hasse Ecken. Jetzt gibt mir der von hinten wieder einen Stoß. Ich heule gleich echt. Vor allem der Yoshi kriegt auf einmal als zweiter den roten, damit der Bowser abfacken kann. Na warte, Yoshi. Komm her da. Auf Wiedersehen. Und das Jechzen, was auch immer das jetzt gerade war von den Palmas, das war gerade ein bisschen überdurchschnittlich laut. Ich glaube, ihr habt das auch gehört. Nein, Alter! Also die enge Gasse, ich weiß echt nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aber das ist, glaube ich, der einzige Nachteil an der Map. Ja, sicher auch noch. Und das wär's jetzt. Jetzt wäre ich Nummer 2 und die wechseln sich die ganze Zeit ab und dann haben wir am Ende einen 3-Stand. Da ist er wieder. Ja, Yoshi. Hier, bitteschön. Fahr rein. Danke. Ich weiß, es bringt nichts, weil Banane ist halt hier relativ wirkungslos gegen jeden Gegner. Ja, und vor allem, wenn ich jetzt schon wieder so dämlich bin. Ja, jetzt habe ich natürlich ein bisschen Schutz, aber trotzdem. Was bringt's mir?
Gibt's das auch? Wo ist mein Itemglück? Komm, gönn bitte. Gönn, gönn. Gönn doch! Nein! Verpiss dich! Oh! Ich mach's aber auch unnötig spannend teilweise. Oh, Yoshi. Sorry für die Beleidigung, aber trotzdem. Also an Yoshi natürlich gerichtet. Bei Yoshi mein Lieblingscharakter ist deswegen. Ich mag den Yoshi trotzdem noch immer, auch wenn er mir hier jetzt aufs Maul geben sollte. Vor allem jetzt kommt der Waluigi-Flip. Okay, hier ist sowieso wieder Gutmachung für mich an erster Stelle, weil da ist bei den 150 CCM wirklich ein bisschen was schief gegangen. Ich glaube, das war mein erster, dritter Platz im kompletten Projekt schon im zweiten Part. Weil, ja, ich am Schluss gegen die Wand gefahren bin. Also eh das Übliche. So, Yoshi. An der Stelle, habt ihr es wieder gesehen? Warum geht der auf mich? Die Daisy war doch Dritter. Also Spiel, hör auf mich zu betrügen, komm. Ja gut, okay, die hat ein 3-Pack grün. Ah, die schießt nach vorne, nice. Da fliegen nur immer die Roten auf den Spieler. Ah, verdammt. Genau, an der Wand war's. Da bin ich hängen geblieben. Beim ersten Try. Also merken, keine unnötigen Manöver im Schlussmacher. Weil Fehlstarts und Wandknutschen, das tue ich sehr gerne. In dem Projekt. Das ist mir schon aufgefallen. Ja, ja, es war gut. Ah, spiegelverkehrt fühlt sich das halt auch schon wieder komisch an. Wow, wunderbar. Ich verliere meine Banane und den Yoshi, den er... Was tue ich da eigentlich? Jetzt hat er nicht gedriftet. Nein, Mario, nein, Mario, genau. Den Tod kannst du erwischen, aber bitte nicht mich. So, I'm here. Okay, ich bin jetzt gerade Zweiter geworden, ich weiß aber nicht wie. Scheinbar bin ich gut gefahren jetzt gerade, oder die anderen hat es erwischt. So, Bowser. Nein, wir haben uns gegenseitig... Wo fahre ich? Wo fahre ich denn lang? Ja, Yoshi, wenn du im Weg stehst, ist selber schuld. Okay, alles klar. Bowser macht Bowser-Sachen. Fährt einfach mal gegen die Kugel. Wobei, das war eigentlich so ein Ninmado-Versuch, weil... habe ich ja vorher auch gemacht. Da kommt der Yoshi, Alter. Ach, der war wahrscheinlich jetzt... Nein, warum? Warum? Genau deswegen hasse ich Wände. Die Kamera hat sich schon wieder so gedreht, so ich fahre jetzt wieder außen rum. Ich habe keinen Bock, jetzt eine fucking Kugel im Gesicht zu haben. Ach komm, das hätte ihn jetzt so fett weggehauen. Na gut, ich wäre trotzdem Erster, passt. Aber das hätte ihn jetzt wirklich so fett weggehauen, dass er das morgen noch gespürt hätte, der Kaumgegner. Aber nee, natürlich, der Blitz hat ihn jetzt vor dem Skandal bewahrt. Schade, weil ich wette, das Glück hätte ich nicht gehabt. So, der Pilz passt zum Schluss. Auch hier wieder natürlich die gleiche Gefahr. Fucking Autos und Wände. Da muss ich jetzt echt aufpassen. Ja, klar, und jetzt gibt mir der Yoshi alles zurück. Ich hab's nicht gesehen, das war sein 3er-Pack. Na, warte, Yoshi, hier bitte. Alter, ich will das eigentlich gerne. Nein, Alter! Und jetzt. Oh. Fucking Spiegelverkehr. Stimmt, das heißt, die fahren ja jetzt rechts. Die fahren ja jetzt rechts. Fuck! Ich bin am Arsch, Leute. Ich bin fett am Arsch. Bei Nintendo ist man gewohnt, dass die auf der linken fahren. Und das habe ich jetzt hier nicht.
Also an der Stelle, ja, in Mario Kart musst du immer bedenken, ja? Fahr im Gegenverkehr. Das ist in mir eingeimpft. Und jetzt spielt wieder fucking Spiegelverkehr, das ist schlecht. Schon wieder. Okay, der Bowser ist auch dumm. Ja, sorry. Nein! Ich glaube, ich soll Driften gleich vergessen für den restlichen Tag. Nein! Was? Wie? Wie hast du dieses getan, Bowser? Wie? Wie? Erklär es mir. Wie hast du das getan? Dafür werde ich dich finden. Und zwar natürlich den Entwickler von dem Kerl. Weil der denn den gecodet hat, das kann er nicht ernst meinen. In jedem Spiel haben die Roten irgendeine dumme Eigenschaft. In Mario Kart Wii treffen kommen sie nie ins Ziel, weil sie immer irgendwo vorher abprallen. Und hier treffen sie dich eigentlich gefühlt sehr oft von der Seite. Oder, keine Ahnung, irgendwie wirken die Bananen nicht. Vielleicht haben auch die Bananen eine Fehlkonstruktion, ich weiß es nicht. So, hier bin ich jetzt richtig, glaube ich, oder? Ja, 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 genau, weil ich fahre rechts. Nein! Gut, egal. Oh, das ist so belastend, verflucht. Nur wegen der scheiß ersten Strecke, sonst hätten wir jetzt die 40 Punkte. Ja gut, im Endeffekt kostet es mir wieder den Sternenrang. Ich glaube, ohne 40 Punkte kriegst du halt keinen Stern. Was auch logischerweise verdient ist. Ja, wenn man es nicht mehr schafft, gegen Com-Gegner vernünftig zu punkten, dann ja. Alter. Aber ansonsten war es ein besserer Cup als beim letzten Mal. Also von meinem Fahrskill her. Heute war ich ein bisschen besser drauf. Das ist ein D... Warum? Ja, okay. Von mir aus nehme ich an, Leute. Der Sternkörper ist jetzt im Nitro-GP. Im Nitro-GP dieser Klasse anwählbar. Gut, passt. Also, im nächsten Part geht es dann weiter mit dem Sternkörper. Und was haben wir denn da alles? DK Alpin. Fliegende Festung. Oh Gott. Ja, Leute, der nächste Part wird lustig. Bis dahin. Ciao, ciao.